Hallo en hartelijk welkom terug in Living Room Ghost Touch the Air. Onze lieve Desi, du bist live vor Ort gewesen. Right? Right. Und dann gibt es eigentlich eine skandalöse Geschichte, die du mir kannst erzählen, die wir so nicht mitbekommen haben? Eine skandalöse Geschichte? Vielleicht? Maybe? Denk. Die DMX hat abgesagt, ja. Was, einfach so? Ja, anscheinend war ich krank. Bist du wirklich krank? Nein, ich habe gelesen, auf der Homepage hat... Also eigentlich ist er zuerst mal verschoben worden vom Samstag auf den Sonntag. Okay. Und dann ist, hat er gemeint, er sei mal an einer alten Verletzung, die er sich in Wien zugezogen hat, an der Zunge, sei wieder aufgegangen. Okay. Glauben wir ihm? Nicht wirklich. Ja. Auf jeden Fall ist für uns eigentlich okay gewesen, weil nachher ist der J-Life als Ersatz gekommen. Und nice, ja. Der ist ein wunderbarer Musiker und den haben wir einfach per Zufall im Backstage. Der ist immer so ein bisschen rumgestrichen. Und dann hat er auch gefragt, hey, J-Life, was machst du? Du machst jetzt auch ein Interview. Lass du ein Interview. Dann könnt ihr nachschauen auf choice.ch/live. Yes! Live. Nein, live ist der Chat. Festivals natürlich. Genau, richtig. Festivalblog, Festivals. Nein. Ja, gut. Die Interviews waren natürlich eine Bombe. Wir haben schon ein paar Ausschnitte gezeigt. Und der Mike hat ja seine Challenge. Er hat ja mit der Plastikkabel angefangen. Ihr habt die ganze Story jetzt schon mitbekommen. Und ihr wollt natürlich noch die Auflösung sehen. Hat er es geschafft, Gold daraus zu machen? Schau und fing's raus. Hast du Lust, einen kleinen Tauschstil mit mir zu machen? Hast du irgendetwas, das mindestens gleich viel Wert hat wie zwei geile Perlenketten von einer hübschen kleinen Dame? Ja, Perlenketten. Das kannst du voll brauchen, um Frauen aufreißen. Ich garantiere es dir. Das hat er aus der Hand dann. Perlen sehen für mich anders aus, aber ja, ich finde jetzt etwas. Schau, ich tue jetzt ein bisschen umstehen und dann finde ich vielleicht ein Shirt oder... Yes, baby! Socken! Und frische Socken. Mensch, würdest du da wirklich einen Tauschhandel machen? Möchtest du einen Deal mit mir machen? Ich mache den Deal, ja. Yes! Und ich mache immer noch... Machen wir so viel. Ja, aus die geile Perle. Yes, baby! Zocken vom Vujo, Gabriel vom Ex-Bachelor. Und ich probiere jetzt die in den Tauschhandel einzubringen. Are you willing to trade these socks for anything you've got on you or in here or whatever? Let me see. I'm totally giving them to you. Let me see if I have anything. Hold on. Sind wir mal gespannt, ob der Duschhandel wieder geht. Okay, I won't give you my contacts, but I'll give you the contact case. No shit! That I use my contacts. Oh wait, I have contacts as well, so I can use it actually. Yeah, you can use it. Yeah. Hold out my hands and I touch love. Yes, baby! I'm like Waldo. Oh yeah! That looks very good as well. Thank you. So, dann ist es Sonntagabend und wir ziehen einmal Bilanz von unserem Duschspiel hier am Touch the Air. Wir haben ganz unten angefangen mit einer Plastikkabel. Die habe ich irgendwo am Boden aufgelesen. Dann hat es eine weitere Plastikkabel gegeben vom Alligator. Oh no! Diese Plastikkabel haben wir nachher zu exklusiven Starts und Hölzen vom DJ Babu von den Dilated Peoples können machen. Yeah. Das wiederum haben wir eingetauscht gegen ein Sackmesser von einer bezaubernden Zuschauerin. Das Sackmesser, wenn es mein Herz ein bisschen zum Blüten gebracht hat, haben wir nachher gegen eine Fake-Perlenkette eingetauscht. Die Fake-Perlenkette trägt jetzt der Bachelor, der Ex-Bachelor, der Vujo, an seinem Arm. Ich habe dafür seine Designer-Socken bekommen. Und genau diese Designer-Socken konnte ich nachher am US-Rapper am Hobson andrehen. Und er hat mir dafür sein persönliches One and Only Linsenbüchsli gegeben. Yes! Yeah. Unser Sieger-Gegenstand quasi. So weit haben wir es gebracht. Ein Linsenbüchsli mit absolutem Star-Potenzial. Weil, sorry, es ist am Hobson. Es hat immer noch Wasser drin. Dann tut er damit seine crazy, komischen, weißen Linsen rein. Und ich würde sagen, das ist ein sehr gutes Schlussergebnis. Und ich bin jetzt sehr müde vom Duschen und mache mich langsam auf den Heimweg, würde ich sagen.